Hallo, in diesem Video werden wir über 4K-Festplatten sprechen. Wir werden analysieren, was diese Festplatten sind und welche Vorteile sie haben und wie verlorene Daten von solchen Festplatten wiederhergestellt werden können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Mit der rasanten Entwicklung der Festplattenbranche haben die Unternehmen, die sie herstellen, begonnen, vom traditionellen 512-Byte-Sektor zu einem größeren und effizienten 4K-Sektor 406-Byte überzugeben. Viele Benutzer, die derzeit noch eine 512-Byte-Festplatte verwenden, sind jedoch möglicherweise nicht mehr 4K-Festplatten vertraut. Bei der Wiederherstellung verlorener Daten von solchen Datenträgern unterstützen nicht alle Wiederherstellungsprogramme dieses Datenträgerformat. In diesem Video werden wir analysieren, was diese Festplatten sind und welche Vorteile sie haben. Wie wir alle wissen, werden Daten beim Eintrag auf eine Festplatte in ihrem Sektor gespeichert. Die Sektorgröße einer herkömmlichen Festplatte beträgt 212 Byte, was auch als 212 native bezeichnet wird. Die Sektoren solcher Platten sind nicht zusammenhändelt und es gibt Intervalle, Lücken zwischen den Sektoren. Der Plattensektor hat die folgende Struktur. Am Anfang steht das Intervall, die Freigabenlücke zwischen den Sektoren. Als nächstes kommt der Synchronisationscode. Eine Synchronisationsmarke, die den Beginn eines Sektors kennzeichnet und die Synchronisation der Festplatte ermöglicht. Dann kommt das Adressmarke. Dies ist eine Marke, das Daten zur Identifizierung der Nummer und des Startorts des Sektors enthält. Es speichert auch Informationen über den Zustand des Sektors. Dann kommt der Verteilbereich. Und am Ende des Sektors befindet sich der Error Correction Code, mit dem dieses korrigiert werden soll. Basierend auf der Abbildung können wir schließen, dass bei der traditionellen Größe von 512 Bytes viele Freigabenlücke zwischen den Sektoren bleiben. Je größer das Festplattenvolumen ist, desto mehr Sektoren hat es und desto größer sind diese Freigabenlücken. Mit dieser Anordnung wird viel Platz verschwendet. Der Hauptnachteil von 512-Byte-Festplatten besteht darin, dass Sie alle 512 Byte aus Correction-Code prüfen müssen. Der Hauptnachteil von 512-Byte-Festplatten besteht darin, dass Sie alle 512 Byte auf SEC Error Correction-Code prüfen müssen. Somit wird für jeweils 512 Bytes ein SEC-Bit erstellt, das dem Betriebssystem mitteilt, dass die Daten korrekt geschrieben wurden. Dies bedeutet auch, dass mehr Speicherplatz auf dieser Platte benötigt wird, da nach jeweils 512 Bytes ein Bit der Aufteilung von Sektoren vorgestellt wird, dem ein Fehlerkorrektur-Bit vorangestellt ist. Dies führt auch zu einer starken Defragmentierung beim
eintrage große Dateien auf die Festplatte. Da diese als 512 Byte Blöcke auf verschiedene Plattenspuren auf der Festplatte verteilt werden. Die 4K-Festplatte wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Eine 4K-Festplatte ist eine Festplatte mit einer Sektorgröße von 4096 Byte. Auf Festplatten mit einem Sektor von 4K hat sich die physische Struktur nicht geändert. Anstelle von 512 Byte verarbeitet Betriebssysteme jedoch große Datenmengen und müssen jeweils 4KB lesen und schreiben. Dies spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Dateideformatierung. Außerdem benötigen Festplattensektoren SSD-Bits nur einmal pro 4KB. Diese Struktur des Festplatte verhindert die Lücken zwischen den Sektoren und erhöht die Speicherplatznutzung erheblich. Sie können jetzt eine Struktur aus dem Bildschirm sehen. Wie Sie sehen können, benötigt eine 4K-Festplatte im Vergleich zu einer herkömmlichen Festplatte weniger Speicherplatz in den Freiheitsangaben zwischen den Sektoren. Im neuen erweiterten Standard Advanced Format beträgt die Sektorgröße 4KB. Das heißt, auch traditionelle 512-Byte-Sektoren werden zu einem 4KB-Sektoren zusammengefasst. Obwohl dies die Auslastung des Festplattenspeichers erhöht, ist es angesichts der Kompatibilitätsprobleme mit Windows einfach unrealistisch, im Hangar-Room auf den neuen 4K-Standard umzusteigen. Um die Kompatibilität zu gewährleisten, werden emulierte Festplatten erstellt, 512. Dies ist eine Festplatte, deren Sektorgröße physisch 496 Byte beträgt, jedoch logisch in 512 Byte unterteilt ist. Um den Übergang von 512 zu 4K zu vereinfachen, verwenden die meisten Festplatten die Emulation-Technologie, mit der eine 4K-Festplatte in 512 emuliert werden kann, wodurch eine Sektorgröße von 512 Byte bereitgestellt wird. Diese Emulation ermöglicht die Verwendung neuer Geräte mit Betriebssystemen, die noch keine 4K-Sektoren unterstützen. Im neuen Format werden Intervall, Synchronisationscode und Adressmarke so viel Speicherplatz wie zuvor zugewiesen. Und Error-Correction-Code wurde auf 100 Byte erhöht. Diese Tabelle vergleicht 512N, 512E und 12KN Festplatte. Der Vorteil von 4K-Festplatten besteht darin, dass ihre Sektoranordnung, Technologieoberfläche, Speichermedien durch ihre Kombination effizienter nutzt. Die Informationen, die in 8 Sektoren mit 512 Bytes geschrieben worden wären, werden in einen Sektor mit einer Größe von 4KB abgelegt. Die grundlegenden Strukturelemente des traditionellen 5000-Byte-Sektors, die Identifikationsmarke und Synchronisationsmarkierungen am Anfang und der AC-Bereich, Error-Korrektion am Ende des Sektors, bleiben erhalten. Zwischen dem Sektor, Header und den Bereichen Error-Korrektion werden 8 5-12-Byte-Sektoren verkettet. Dadurch entfällt die Notwendigkeit redundanter Header-Bereiche zwischen jedem einzelnen 512-Byte-Datenblock. Somit verbessern eine Festplattenstruktur mit einem 4K-Sektor die Auslastung des Festplattenspeichers erheblich. Darüber hinaus nimmt die Integration von Error-Correction-Algorithmen in großen Sektoren zu, was dazu beitragen kann, die Dateiintegrität bei höheren Speicherdichten zu erhalten. In einem 4K-Sektor haben sich die Blockgrößen Error Correction von 50 auf 100 Byte nahezu verdoppelt, was die lang erwartete Effizienzverbesserung von Error Correction und der Beständigkeit gegen feine Partikel und Oberflächendefekte liefert. Die kombinierten Vorteile der erhöhter Effizienz des neuen Formats und der verbesserten Zuverlässigkeit von Error Correction machen der
wechseln zu 4K-Sektoren, also Lohnenwert. Die Hauptaufgabe von Festplattenherstellern besteht darin, diesen Übergang richtig zu organisieren, um langfristig die größten Rendite bei geringen Nebenwirkungen zu erzielen. 4K-Festplatten werden von den Herstellern Seagate und Hitachi Global Storage Technologie angeboten. Bei Seagate ist dies die Exos Enterprise Serie und bei Hitachi die Ultaus Serie. Wenn Sie Windows 10 oder Windows 8 verwenden und eine bekannte 4K-Markenfestplatte gekauft haben, können Sie diese problemlos verwenden. Sie können sogar eine 4K-Festplatte als primäres Startlaufwerk verwenden, da sowohl Windows 10 als auch Windows 8.1 und 8 das Booten von einer 4K-Festplatte unterstützen. Unter Windows 7 erstellt das Betriebssystem logische Blöcke mit 512 Byte und Sie können weiterhin 4K-Sektor-Festplatten in Windows verwenden. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass derzeit nicht alle Software, die zum Erstellen von Systemen am Bilden verwenden, für die Arbeit mit 4K-Festplatten vorbereitet sind. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf, ob Sie Software bereit ist, Images Ihres Systems zu erstellen, oder kaufen Sie eine, das Festplatte mit 4 KB Sektoren unterstützt. In Bezug auf die Wiederherstellung verlorener Informationen von 4K-Festplatten können Sie sagen, dass derzeit nicht alle Programme zum Datenwiederherstellung dieses Format unterstützen. Mit unserem Programm Hetman Partitioner Recovery können Sie auf einfache Weise verlorene Daten von solchen Festplatten wiederherstellen. Das Dienstprogramm scannt Ihre Festplatte, findet verlorene Daten und Sie können sie problemlos wiederherstellen. Gehen Sie folgt vor, um verlorene Informationen wiederherzustellen. Schritt 1. Schließen Sie das Laufwerk an einen Windows-Computer an. Laden Sie das Programm Hetman Partition Recovery herunter. Installieren Sie es und führen Sie es aus. Schritt 2. Wählen Sie im Laufwerkmanager Ihr Gerät aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Versuchen Sie zuerst schnellen Scan, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das Programm die gelöschten Daten aufgrund eines schnellen Scans nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Schritt 3. Der Datenwiederherstellungsassistent scannt sofort das ausgewählte Datenträgervolumen und zeigt die Scanner-Ergebnisse auf der rechten Seite des Fensters an. Schritt 4. Nach Abschluss des Scans müssen Sie nur die gelöschten Dateien markieren, die wiederherstellen werden müssen, und auf die Schaltfläche Wiederherstellen klicken. Geben Sie an, wollen Sie Daten gespeichert werden sollten, und klicken Sie auf Speichern. Mit dem Programm können Sie auch ein Disk-Image erstellen und Daten aus dem Image wiederherstellen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass verlorene Informationen wiederherstellt werden. Dabei den mehreren Scans der Festplatte Daten zerstört werden können. Sie können dieses Dienstprogramm auch in folgenden Fällen zur Wiederherstellung verwenden. Bei der Wiederherstellung von Daten, die durch Löschen, Formatieren, Systemausfalls, Virenbefall und andere Datenverlustsituationen verloren gegangen sind. Bei der Datenwiederherstellung von internen und externen Festplatten, USB, CD, Speicherkarten, Kameras und bei der Datenwiederherstellung von anderen Speichergeräten. Außerdem können Sie verlorene Fotos, Videos, Musik und andere Dateitypen wiederherstellen. Jetzt wissen Sie mehr über 4K-Festplatte und wie Sie die von Ihnen verlorenen Informationen zurückerhalten können. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen.
Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.